Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Gar nicht leicht, mich hier vor die Kamera zu wagen. Hahaha, zumindest nicht hier in Österreich. Let's keep warm. Lasst uns warm anziehen, denn es weht ein eisiger Wind. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, entgegen allen Vermutungen ist also jetzt tatsächlich bei uns in Österreich ein Gesetz durchgepeitscht worden, das also ja, den sogenannten Impfzwang, nicht die Impfpflicht, wie ich immer wieder darauf hingewiesen werde, hier installieren will. Ja, offiziell dann erst im März, aber ich glaube, es tritt schon im Februar in Kraft. Ach, es ist auch egal. Wir werden heute Abend, ich denke, das ist heute Abend, dass wir eine Sendung machen, Manuel Mitters, Monika Donner und ich. Da werden wir sicherlich zur Genüge drauf eingehen, auf das Inhaltliche. Ich möchte eher darauf eingehen, ja, was macht es mit mir? Und ich meine, da kann ich ja dann auch nur daraus irgendwie vielleicht Vermutungen anstellen, was es mit euch macht. Und auch wenn ihr jetzt in Deutschland seid oder in der Schweiz oder überhaupt weit weg, denke ich, macht es trotzdem was mit euch. Ja, ich hatte ganz lieben Besuch von der lieben Dame, die mich da durchbegleitet, durch meine persönlichen Wände, die näher kommen. Ja, sie hatte gesagt, meine Blicke würden ihr nicht gefallen, aber ich würde ihr nicht gefallen. Das haben übrigens einige gemeint. Und von daher kam sie übers Wochenende und wir haben daran gearbeitet. Und ich beziehe das gleich auf Österreich. Und was für mich sehr interessant war, ist ein Phänomen, das ich schon einmal angedeutet habe, und zwar das in Max Frisch Bühnenstück Andorra behandelt wird. Was Andorra hat nichts mit dem Zwergstaat zu tun. Lest euch mal die Inhaltsangabe durch. Es geht hier um Identität und um Schuld. Und bei Andorra wird ein Jude skizziert, der gar kein Jude ist, der aber glaubt, dass er Jude ist und der in seiner Identität sich so sehr anpasst, dass er am Ende sogar scheinbar objektiv als Jude ausgewiesen wird, weil er sich selber damit identifiziert. Es geht natürlich auch um die Feigheit der Menschen, um darum, wie er selbst sagt, Max Frisch, wenn du einmal ein Bild erzeugt hast, dann ist dieses Bild unauslöschbar. Es steht sozusagen für den ganzen Menschen oder für die ganze Person, das ist jetzt die Frage, und lässt sich kaum mehr korrigieren. Und das kennen wir alle, ne? Dass wenn wir einmal eine Vorurteil haben, wie schwer das ist, dann müsste der andere sich rechtfertigen, was schon wieder schwierig ist. Ja, warum erzähle ich das? Weil ich gemerkt habe, dass ich bezeichnenderweise nur das, was mir vorgeworfen wurde, in schriftlicher Form die ganze Zeit gelesen habe. Und bis jetzt, also bis die Dame da war, hatte ich, meine liebe Freundin da war, hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Lust, nicht den Geist oder was auch immer, mir meine Originalvideos anzuschauen. Das kann jetzt unlogisch sein, aber ich bin oft unlogisch. Ich folge einfach nur meinen Impulsen, oder wenn kein Impuls da ist oder wenn eine Abneigung da ist, dann folge ich auch dem. Ja, das heißt also, ich habe auch das, was ich weitergeschickt habe an andere, war immer nur diese schriftliche Stellungnahme oder die schriftliche Abschrift, also die Abschrift dessen, was ich anscheinend gesagt habe, und habe festgestellt, aber darüber wird es vielleicht heute Abend auch gehen, keine Ahnung, dass da unglaublich vieles in einem anderen Kontext gestellt wird, was ich irgendwie im Plauderton im Garten von mir gebe, wird als Hetze benannt. Oder es wird verdreht, in einem anderen Kontext gestellt, herausgenommen und anders wieder zusammengetan, sodass ein völlig anderes Bild entstanden ist. Und irgendwie habe ich dann erst, als wir die Originalvideos angeschaut haben und ich gedacht habe, das gibt es ja nicht, in 45 Minuten ist da ein Satz dazwischen, der noch dazu völlig aus dem Kontext ist, da ist mir aufgefallen, wie sehr ich dem doch auf den Leim gegangen bin, dass ich da was falsch gemacht hätte, ohne dass es mir aber bewusst war. Und das ist wieder diese Geschichte. Wenn dir etwas bewusst wird, kannst du es loslassen, kannst du es gehen lassen. Ja, also das war für mich eine sehr interessante Bestätigung dessen, was Frisch da sagt, ne? Ein Bild, es wird ein Bild erzeugt, ne?
Durch das, was da beschrieben wird, wird ein Bild von mir erzeugt. Und ich habe zwar schon gewusst, dass dieses Bild nicht mir entspricht, aber den Beweis, den habe ich jetzt erst, ne, als ich es wirklich dann angehört habe und gemerkt habe, wie sehr das auseinanderklafft. Ja, und nur so eine Kleinigkeit, weil es auch zeigt, dass das in vielerlei Hinsicht greift. Meine Tochter erzählte mir, die hatte ein Wochenende in Arizona mit einem alten Verehrer, wie auch immer, und das ist irgendwie wohl in die Hosen gegangen und die hatten einen Unfall, sie hatten Gehirnerschütterung und es ging ja auch nicht so gut und er hat ihr alles Mögliche vorgeworfen und vielleicht auch durch ihre Gehirnerschütterung war sie so benebelt, dass sie erstmal wirklich das alles sich angezogen hat, den Schuh angezogen hat. Also so ein Automatismus. Jemand stellt dir einen Schuldschuh hin und du ziehst ihn reflexartig oder automatisch oder du ziehst ihn nicht nur an, sondern er ist bereits dir übergestülpt, wie ein Mantel, eine Sichtweise, die Linse, wie auch immer du es nennen willst. Aber es ist schon in dich hinein projiziert, sodass es eigentlich umgekehrt einen aktiven Impuls braucht, dagegen zu gehen und ihn aus dir rauszubekommen. Weil er erst einmal automatisiert in dir drinnen ist. Das war nur eine, unter Anführungszeichen, kleine Beobachtung, die meine Tochter, die eigentlich sehr, sehr klar und auch sehr wehrhaft ist, mir zur Verfügung gestellt hat. Ne? Dass sie gesagt, Mama, es ist unglaublich, sagte sie, wie sehr das erstmal drinnen ist. Ne? Wenn du irgendwie geschwächt bist, du bist nicht ganz in deiner Kraft und jemand kommt mit so einer Bombe, dann kommst du erst einmal automatisch in so ein, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und je mehr sie aber mit mir darüber gesprochen hat oder darüber reflektiert hat, umso mehr wurde eigentlich klar, ja, es ist eigentlich genau umgekehrt. Ne? Der andere hatte null Verständnis für ihren Zustand und so weiter. Aber es brauchte wirklich das Gespräch und die Auseinandersetzung, die bewusste Auseinandersetzung, auch wieder Klarheit im Kopf, um sich dessen bewusst zu werden. Und ich denke, das ist etwas, was sehr auf unsere heutige Zeit zutrifft. Ich kann da nur empfehlen, das neue Video vom Alexander Wagand. Sehr, sehr spannend, wo er darüber spricht, wie etwas, was in der Grundannahme, wie so eine Kerbe in uns drinnen ist, ein Grundfehler quasi, kann man auch ein bisschen wie mein letztes Video mit der Pupille sehen. Ne? Wenn du in der Pupille irgendwie einen schwarzen Fleck hast oder eine Macke oder sonst was, wirst du die ganze Welt durch diese Macke, durch diesen schwarzen Fleck sehen, durch diesen Fehler sehen. Und da kannst du dich die ganze Welt korrigieren, du kannst aber deine Linse korrigieren. Die Macke in deiner Linse, das ist jetzt natürlich wieder nur symbolisch. Aber ich denke, das trifft auf die heutige Zeit sowas von zu. Die Automatismen, die wir drinnen haben, was wir meinen, was uns zu eigen ist. Und ja, jetzt kam also die liebe Freundin und wir hatten wirklich unglaublich gut das alles aufgelöst und es wieder Klarheit, ne, und auch wieder, dass die Lebenskraft überhaupt zurückkommt, denn unterschätzen wir das nicht. Es nagt alles an unserer Lebenskraft, an unserer Energie. Das muss man nicht unbedingt negativ bewerten, denn wie ich oft schon beschrieben habe, das ist eine Wellenbewegung und du kommst nur dann wieder in die Aufwärtsbewegung, wenn du wirklich bis an den Grund des Brunnens runtergehst. Darüber habe ich oft mit Carsten Pötter gesprochen, ne? Dieser Grund des Brunnens, ganz, ganz unten. Und das Bezeichnende ist, also wenn man diese Wellenbewegung hier veranschaulicht, ne? Ist das wie beim Springen. Also du nimmst die Kraft für das Rauf von unten oder du nimmst sie gar nicht, sondern es passiert mehr oder weniger, das ist ein Gesetz, also das passiert ganz natürlich. Aber ich denke, was oft der Fall ist, ist, dass wir denken, wir sind schon hier unten angelangt oder wir verhindern, hier unten anzugelangen und tun es vorher abfedern. Tun es vorher künstlich wieder in die Gegenrichtung und dann reicht das nicht aus. Und das merke ich, das ist fast in jedem drin. Das sogar, also meine liebe Freundin hatte das auch oder viele, die mir eben schreiben, ja, du gefällst mir nicht. Ne? So nach dem Motto, das darf nicht sein. Also ich habe ja beschlossen, dass ich hier in diesen Videos immer offen und ehrlich und authentisch bin und nicht vorgebe, JWD irgendwie ganz Halligalli bin, wenn ich in Wirklichkeit hier unten bin. Und diese Angst, also man hat uns, muss ich immer wieder an die letzten Dinge denken. Die letzten Dinge, Himmel, Hölle, Tod, Gericht, das sind die letzten Dinge. Und da unten sind die letzten Dinge, hier unten, in diesen letzten 1%, 5%, das ist wurscht, in diesen letzten Metern, da liegen die letzten Dinge. Und es wird alles getan, ja,
dass wir niemals hier an diesen Grund kommen. Das ist immer vorher, ne? Da heißt es, du gehst in die Depression, du brauchst Antidepressiva oder dann kommt die Freundin oder die Familie und sagt, oh, du gefällst mir aber gar nicht, nein, so geht das nicht. Und das ist jetzt kein Vorwurf, also nicht falsch verstehen, sondern ich beschreibe es nur. Hier, denke ich, liegt das Geheimnis des Lebens. Und es ist bezeichnenderweise da, wo der Tod ist. Es ist da, wo nichts ist. Und ich habe es sehr, sehr oft beschrieben, wie ich es erlebt habe, wie lange ist es jetzt her? Oh Gott, ich bin nicht gut in Jahreszahlen. Ich denke mal, es sind jetzt 5 Jahre her. Ich habe das oft beschrieben. Da bin ich das, und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe in meinem Leben ganz viel Leid, Missbrauch, Gewalt, Leere, Depression würde ich, bin ich vorsichtig, ich war nie ein depressiver Mensch, aber Vakuum oder Einsamkeit oder so, ja, Enttäuschung und so weiter, Zurückweisung, also gut, ich bin nicht die Einzige, also ich rede hier nicht, ich kann nur von mir reden, ich weiß, dass es euch genauso ergangen ist. Ich will nur sagen, obwohl ich unglaublich existenzielle Dinge erlebt habe, bin ich seltsamerweise nie hier unten angelangt. Selbst meine 3 Jahre in Paris, die ich in völliger Einsamkeit verbracht habe, irgendwie habe ich mich hier immer abgefangen. Und das war wahrscheinlich auch gut so, das war klug so, weil ich war alleine, ich hatte keine Familie oder Freunde oder sonst was um mich herum und ich hatte vor allem, ich hatte zwar die Kraft, dass ich mich aufrecht halte, aber ich hätte, glaube ich, also es war meine große Mutter, meine fürsorgliche Mutter und der große Vater waren noch nicht so weit ausgeprägt, dass ich dieses hier abfangen hätte können. Das heißt, was ich sagen will, ist, dass das Leben einen führt und wir selber führen uns. Das heißt also, laut, das heißt, dass ich tatsächlich dieses existenzielle Erkunden dieser Terra Incognita, wie es der Carsten Pötter immer genannt hat, ne? Das, was hinter dem Nadelöhr liegt, ne? Diese letzten Dinge, das habe ich tatsächlich vor 5 Jahren zum ersten Mal erlebt und ich habe es oft beschrieben, ne? Es war eine Art Tod, es ist dieses sich verabschieden von der Welt und ich möchte da wirklich den Unterschied machen, sich verabschieden von der Welt heißt nicht, dass du Selbstmord begehst, also und da kommen wir noch drauf. So, und ich habe es auch schon in den letzten Blicken angedeutet oder gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass ich jetzt das wieder erlebe. Natürlich nicht gleich, es ist die nächste Welle. Ne? Also wenn wir jetzt das bei mir jetzt vor 5 Jahren sehen und das und jetzt hier, dann erkenne ich, dass etwas Ähnliches hier wieder passiert. Der Unterschied ist, ich habe es bereits einmal erlebt. Das heißt also, dieses Tod, wo ist dein Stachel? Diese Angst oder diese Angst dahinter ich weiß, dahinter ist das nichts, aber es macht mir keine Angst. Genau. Das heißt also, ich spüre, dass ich jetzt hier wieder angelangt bin. Und mein Video heute soll aus diesem Raum heraus sein. Ich könnte es jetzt nennen, ich bin durch mit der Welt. Also die Beziehung mit der Welt beenden. Und das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, sich die Kugel zu geben oder Selbstmord begehen zu wollen. Das ist etwas ganz anderes. Oder man kann es natürlich auch nennen, Tod, wo ist dein Stachel, ist, wie Kübler-Ross es genannt hat. Oder man kann natürlich auch sagen, oh, wo ist denn die Karotte geblieben? Wo ist die Karotte geblieben? Aber das würde ich eher bei meinem ersten Mal sagen, ne? Weil seither habe ich schon das Gefühl, dass die Karotte bei mir nicht mehr gegriffen hat. Aber viele von euch kennen das vielleicht immer noch mit der Karotte. Und hier greift keine Karotte mehr. Da ist die weg, da hat die keine Wirkung mehr. Und damit natürlich ein ganz wichtiges Machtinstrument, womit sie uns am Laufen halten, ist weg. Und von daher schaut euch das letzte Video vom Alexander Wagand an. Da geht der sehr genau drauf ein. Ja. Also, was hat es bewirkt? Ne? Meine liebe Freundin ist abgefahren und ich war in und meinte, oh, du wirst sehen, jetzt geht es total bergauf. Und sie hat ja auch recht. Also ich habe ja auch mit sehr viel, wie soll ich sagen, mit sehr viel Klarheit auf diese Geschichte geschaut, die mich da am 21. Februar erwartet. Entschuldigung. Und gestern Abend dann kommt völlig unerwartet, ne, bekomme ich dann die Nachricht, dass sie das jetzt tatsächlich in Österreich durchgepeitscht haben, mit diesem Impfzwang.
Und dann habe ich gemerkt, dass das passiert, was ich schon gut kenne. Es lässt mich nicht kalt. Ich parke es, merke aber, dass es da ist. Tu es nicht energetisch wegdrücken, tu es nicht verleugnen oder verhindern oder sonst was, aber tu es auch nicht befeuern. Ich merke einfach nur, es ist da. Und ich denke, so geht es wahrscheinlich vielen von euch. Und es bewirkt bei mir, dass sowas da ist wie, ich bin durch mit dieser Welt. Ja. Es ist, wenn du hier unten anlangst, wehrst du dich nicht mehr. Es ist keine Energie mehr da, um dagegen anzukämpfen. Es ist so ähnlich vergleichbar mit, wenn du eine Beziehung beendest. Wenn du eine Beziehung beendest, kann es sein, dass danach du dem Menschen nie mehr wieder begegnest. Oder es kann sein, dass du eine völlig andere Art der Beziehung erst dadurch ermöglichst. Es funktioniert aber nicht zu sagen, ich beende die Beziehung, damit eine andere Art von Beziehung entsteht. Das geht nicht. Du kannst also nicht dich selbst austricksen. Ich habe eine koreanische, ich schaue ja viele koreanische Serien und auf Rakuten-Wiki habe ich jetzt ganz, ganz viele entdeckt. Da habe ich mich jetzt gleich angemeldet, eine gute Alternative zu Netflix. Ja, und ist eine Serie, die heißt Now We're Breaking Up, also jetzt machen wir Schluss. Und es geht über 14 Serien, über 14 Folgen, immer darum, wie sie eigentlich permanent loslassen, sich voneinander verabschieden und gerade dadurch in völlig neue Räume kommen. Das ist ganz spannend. Das heißt also, zu sagen, ich bin durch mit der Welt, heißt vor allen Dingen, alle Erwartungen, alle Enttäuschungen, alle Wünsche, alle Sehnsüchte sind erstmal greifen nicht mehr. Als ich diesen Film Now We're Breaking Up gesehen habe, war ich nachher tatsächlich in einem bisschen einem nostalgischen Mood. Und ich habe gemerkt, es hat mich viel erinnert an meine Zeit in Paris und es hat mich auch viel erinnert an meine Zeit aus dieser Beziehung, also oder danach, als es aus war. Und ich habe gemerkt, die Phase, also die Zeit in Paris war in der Sehnsucht nach etwas, was noch kommen soll, permanent zu sein. Also ich war jung, ne? Ich war 15 und bis 18 war ich in Paris und die Zeit war geprägt, Sehnen nach dem, was danach kommen wird. Das Leben liegt vor dir und du sehnst dich danach. Wohingegen dann, als das vorbei war, diese Beziehung, waren zumindest die ersten ein, zwei Jahre davon geprägt, von einer Art Nostalgie zurückzuschauen und auf das, was zurückliegt, was nicht mehr ist. So, in beiden Fällen bin ich einfach nicht im Hier und Jetzt, bin nicht bei mir, bin nicht in meinem Körper. Ich bin mit meinem Kopf in irgendwelchen Kopfkinos. Ne? Und es hatte noch mal gut getan, das noch mal so, Entschuldigung, mir vor Augen zu führen, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Ne? Wie sehr ich tatsächlich im jeden Tag einfach lebe, jeder Tag für sich, ohne jetzt irgendwie mich zu entfernen von mir. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich bin fertig mit der Welt, dann bin ich in diesen letzten 5% oder wie ihr das nennen wollt, in dieser Tiefe des Brunnens, da wo du gedacht hast, du bist schon unten angekommen und auf einmal merkst, da ist noch Luft nach unten, da gibt es noch was. Darin befinde ich mich jetzt, seitdem ich diese Nachricht über Österreich gehört habe. Das war sozusagen, wie soll ich sagen, das ist so wie wenn dir ein Partner sagt jetzt, vergleichen wir es mal damit, wenn, so wie damals, ne, dass jemand dich völlig betrügt, ja. Das wäre durchaus vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier in Österreich erleben. Der Peter Westenthaler, aber das thematisieren wir heute Abend, hat es unglaublich gut auf den Punkt gebracht. Hier hat sich eine Regierung gegen ihr Volk gestellt. Ne? Verheizt ihr Volk und damit ist die Beziehung geklärt. Oder es ist klar, dass du keine Beziehung mehr hast. Du schneidest es durch, du brichst den Bann auch. Ne? Und
Und im Grunde genommen ist das, wo alles möglich ist. Aber du tust dich dann nicht da hinein tigern, dass jetzt alles möglich ist, sondern hältst die Lehre aus. Und so gesehen ist das jetzt hier ein Bericht aus dieser Lehre heraus. Ich hatte zwei Zuschriften bekommen. Das eine ist ein Zitat von Josef Haydn. Das ist sehr schön. Ich war von der Welt abgesondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen. Und so musste ich original werden. Ein wunderschönes Zitat. Ich bedanke mich für die Zuschrift. Und das hatte ich einmal in diesem Blick über die Egregoren. Könnt ihr euch noch erinnern, dass jeder Mensch so geprägt ist von diesen egregorialen Strukturen, dass ich das manchmal nicht aushalte und alleine sein muss, damit ich einfach originär nur mit mir bin. Und daraus entsteht eine ganz eigenständige, entsteht, ich überlege gerade, nein, dadurch kannst du den eigenen, den ganz, ganz individuellen Schatz heben. Ja, genau, das empfehle ich euch. Diesen Lockdown und was immer du, wie immer du das betrachtest, diesen ganzen Wahnsinn dafür zu nutzen, zu deiner Originalität zurückzufinden, sie herauszumeißeln, so wie Michelangelo seine Pietà herausgemeißelt hat. Ja, eine andere Dame schrieb mir, oder ich glaube, es war eine Dame, schrieb mir, du kannst prima Schlittschuh laufen, deshalb ist Glatteis für dich sicheres Boden, sicherer Boden, auf dem du, liebe Katharine, jeden Tanz meisterst und gewinnst. Ja, das ist auch sehr spannend, weil ja, so sehe ich das Leben als Glatteis. Was immer mir vom Leben präsentiert wird, nehme ich als Herausforderung, dieses Glatteis zu meistern. Und vielleicht gehört dazu auch festzustellen, wann du müde bist, wann du die Bühne, das Eis verlässt, die Eisfläche verlässt und sagst, so, und jetzt setze ich mich auf der Seite hin. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, was Alexander Wagan in seinem Video angesprochen hat. Er spricht davon, dass wir uns darauf einlassen können oder eben nicht. Und ich weiß ja, dass ich das auch in vielen Kommentaren immer wieder bekomme, ne? So nach dem Motto, ach, lass dich doch darauf nicht ein, geh doch nicht in die Rechtfertigung, negier es. Das heißt also, ich muss nicht jeden Kampf, jeden Federhandschuh, der mir hingeworfen wird, muss ich nicht aufnehmen und ich muss auch nicht auf jedem Glatteis mich profilieren. Er beschreibt aber auch in seinem Video sehr schön, dass wir im Moment lauter künstlich erzeugte Probleme haben, die uns vollkommen ablenken. Ne? Also wenn wir mal schauen, es gibt ja seit 2 Jahren, gibt es komisch, nein, komisch, komisch ist es überhaupt nicht, seltsamerweise oder bezeichnenderweise, gibt es so gut wie gar keine Verbrechen mehr. Es gibt keine Schulschießereien, keine Terroranschläge, es gibt gar nichts mehr oder so gut wie gar nichts. In letzter Zeit kommt manches, Kasachstan natürlich, aber sonst, es kommt so gut wie gar nichts. Es gibt nur noch den C-Wahnsinn, rauf und runter. Es ist alles, was uns beschäftigt. Dazwischen ein bisschen das Klima statt der Umwelt, aber sonst gibt es nicht viel. Und Alexander beschreibt sehr schön, ja, es gibt tatsächliche Probleme, wobei ja Probleme proballere, es ist ja etwas, was man in die Zukunft wirft. Also was man schon als Problem erkennt, ich würde es mal als eine Herausforderung nennen. Ne? Also das Leben präsentiert uns jeden Tag Herausforderungen. Die können banal sein oder die können groß sein. Ne? Ich kann meine Küche als Herausforderung nehmen und sagen, okay, der muss ich mich jetzt wieder widmen oder so. Das, oder ich kann, also etwas, was einfach getan werden muss. Ich denke, am besten können wir das beim Bauern erkennen. Ne? Ich meine, die Kühe müssen gemolken werden, die Schweine gefüttert, die Felder bestellt und abgeerntet und so weiter. Ne? Also das sind, oder ein Kind muss gewickelt werden, ein Kind muss gefüttert werden, ein Kind muss gestillt werden. Also solche Dinge einfach, das ist einfach, was getan werden muss. Und er sagt ganz richtig, der Alexander Wagan, dass wir mittlerweile so mit diesen also so abgelenkt sind durch diese künstlich kreierten Probleme, dass wir überhaupt keine Zeit mehr haben, uns um das zu kümmern, was tatsächlich gemacht werden muss. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach nur euch einladen, herauszukristallisieren, was kann ich negieren, also oder wo ist ganz wichtig zu schauen, dass ich mich nicht einlasse?
dass ich sage, da gehe ich nicht, auf dieses Feld gehe ich nicht. Da entziehe ich mich dem Spiel. Und wo ist etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen muss? Und das ist ja das, was wir hier ganz oft erleben. Diese Diskussion, ne? Dass das heißt, ja, um das kümmere ich mich gar nicht. So nach dem Motto, wenn ich mich nicht darum kümmere, dann geht es weg. So, und ich meine jetzt zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel dieses Beispiel in Österreich oder bis jetzt schon, das ist ja nicht erst in Zukunft, ne? Das, was wir alle haben, ne? Wenn wir nach draußen gehen und wir werden angehalten und man präsentiert uns, keine Ahnung, eine Bußstrafe oder sonst irgendetwas oder wir erleben unangenehme Dinge. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, es empfiehlt sich, deine Passierscheine parat zu haben. Wenn ich ohne Passierschein nach draußen gehe, dann kann es unangenehm werden. Je nachdem, wie kampfbereit ich bin, bin ich dafür gewappnet oder nicht. Wenn ich gerade müde bin und angeschlagen, empfiehlt es sich nicht, dass ich mich auf einen Gladiatorkampf mit dem Tiger einlasse. Das heißt also, pragmatisch zu schauen, okay, worum kümmere ich mich ganz pragmatisch? Ich hoffe, ich kann mich jetzt klar ausdrücken. Was ich meine ist, wenn ich nur in den Widerstand gehe, um etwas zu veranschaulichen, um etwas zu verdeutlichen, in eine Prinzipienreiterei gehe, ist das oft Energieverlust. Und das abzuwägen, ist jedem selber überlassen. Deswegen ich auch immer meine Diskussionspartner sofort abgewürgt habe, wenn dieses blöde Maskentragen ist eine Intelligenzsache oder ich habe noch nie eine Maske getragen. Ja toll, wenn jemand den ganzen Tag irgendwo in einem Geschäft steht, dann muss er Maske tragen. Und man kann ihm dann auch nicht vorwerfen, dass er seinen Job nicht aufgibt, weil wir nicht wissen, was die Gründe sind und es ist sein Leben und es ist seine Entscheidung. Also das finde ich extrem übergriffig, auch von den Alternativen dann zu sagen, was trägst du denn das aus? Ich habe zum Beispiel festgestellt, seitdem bei uns dieser Lockdown ist für Ungeimpfte, das heißt also, du gehst da in das Einkaufsding da, wo der Supermarkt ist und draußen steht schon das Polizeiauto und drinnen ist die Polizei. Und ich habe, seltsamerweise, als ich in Wien war, ne, hat mir irgendwie mein Sohn so eine, keine Ahnung, so eine ganz dünne, dunkelblaue Maske gegeben. Also nicht diese Melita-Tüten, sondern die halt auch okay ist. Die habe ich seither immer da drinnen und ich habe festgestellt, als ich jetzt so angeschlagen war, habe ich lieber das Ding aufgesetzt, damit ich dort meine Ruhe habe, damit ich mich nicht auseinandersetzen muss. Und was du machst, ist deine Entscheidung. Welches Papier du bei dir trägst oder wie sehr du hier in den Widerstand gehst, ist nur deine Entscheidung. Aber wir können nicht das Ganze aus einer Prinzipienreiterei beantworten. Wir können nicht sagen, oh, geh einfach nur nicht auf das Spielfeld, dann bist du draußen. Wenn das Spielfeld, so wie jetzt, teilweise in unsere Häuser hineingetragen wird, in unseren Körper, in unser Wohnzimmer hineingetragen wird, dann empfiehlt es sich vielleicht auch, Maßnahmen zu treffen, damit du geschützt bist. Ob das jetzt deine Anwälte sind oder dich einer Gruppe anzuschließen oder einfach heute Abend Monika Donner und Manuel Mitters und zu hören oder wie auch immer. Aber einfach nur die Augen zuzumachen und zu sagen, es ist alles nur Simulation, darauf geht der Alexander Wagand auch sehr, sehr gut ein. Ne? Damit haben sie uns natürlich ganz, ganz ausgehebelt, ne? Zu sagen, es gibt gar keine Wahrheit und es ist alles nur Simulation. Ich denke, es ist ganz wichtig zu unterscheiden. Wo ist das Spielfeld? Inwieweit kann ich mich aus dem Spielfeld draußen halten? Es ist meine Pflicht, sage ich auch meinen Kindern immer. Ne? Es ist meine Pflicht, als die große Katharina meine Kleine aus dem Spielfeld, so weit es geht, rauszuhalten. Und nur da, wo es wirklich nicht geht, wo ich merke, okay, sie zwingen dich auf das Spielfeld, da empfiehlt es sich dann natürlich auch gewisse Waffen bei sich zu tragen. Ne? Und ich meinte jetzt natürlich andere Arten von Waffen, also Passierscheine oder sowas. Einfach gewappnet sein. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, vermeide das Spielfeld, wo es geht. Es ist, da hat der Alexander ganz recht, es ist nicht unser Spielfeld. Und auf der anderen Seite solltest du in das Spielfeld, in das Spiel hineingezerrt werden. Das erinnert mich an Squid Game. Nicht, dass ich euch den Film empfehle, der ist heftig, aber es erinnert mich daran, weil sie werden in ein Spiel gezwungen. Solltest du hineingezerrt werden,
dann seid ihr bewusst, dass das Wichtigste ist, es geistig zu durchdringen. Das ist das, was ich mit dem Carsten Pötter auch besprochen habe. Es geistig zu durchdringen ist das Wichtigste. Nicht sich mental und emotional hineinzusteigern. Na, auch davon sprach der Alexander. Und da sind wir wieder hier bei diesem letzten, da beim Urgrund. Denn deine ganzen Emotionen, deine ganzen vorgefassten Meinungen, deine ganzen Überzeugungen, deine ganzen Sehnsüchte, Wünsche etc., all das verlierst du auf dem Weg bergab. Und da sind wir jetzt, kollektiv. Und hier unten in den letzten 5%, da greifen die alle nicht mehr. Und gerade weil sie nicht greifen, kann hier, wenn du am untersten Punkt angelangt bist, kann sich das Bassin wieder füllen und dadurch entsteht die Kraft, hier wieder raufzugehen. Das ist aber nichts, was du tun kannst aktiv. Das ist etwas, das ist eine Gnade, die dir zuteil wird, wenn du durch das Bassin gehst. Und ich sage nicht, das kommt auch noch dazu, dass nicht viele hier dann gehen. Also viele gehen auch hier. Viele, also wenn ich jetzt schaue in meiner Umgebung, mein Ehemann und so weiter, mein Schwager, ich denke, die wollten alle hier runter nicht. Die sind irgendwo hier, sind sie ausgestiegen, hat sich die Seele verabschiedet. Und manche machen den Zyklus durch und sagen, und hier unten wird klar, sie gehen. Aber wenn es denn sein Seelenplan ist, dass du hier weiter auf der Erde sein sollst, so wie du bist, inkarniert, dann wird, indem du hier unten ankommst, die Kraft, das Bassin sich wieder füllen, die Leere der Lebenskraft sich wieder füllen und du wirst wieder nach oben gehen. Und was, wenn ich sage, ich bin durch mit der Welt, dann ist das eigentlich eine gute Nachricht. Denn in dem Moment, wo du dich verabschiedest, ne, auch aus einer Beziehung verabschiedest, hast du keinerlei Erwartung, keinerlei Hoffnung, keinerlei Aktien drin. Und es ist dann nicht mehr in deiner Hand, ob das heißt, dass die Beziehung beendet ist oder ob sie auf eine völlig andere Art weitergeht. Das liegt dann nicht in deiner Hand. Wenn es sein soll, wird sie weitergehen. Ja, in diesem Sinne ist dieses... wenn ich sage, ich bin durch mit der Welt, damit meine ich natürlich nicht euch. Ihr seid nicht die Welt. Es ist einfach noch mal ein Stück weit mit diesem System durch sein. Und ich weiß nicht, wie weit das gehen muss. Ich bin schon erstaunt, wie weit das gehen muss. Ne? Dieses Abhalftern, diese Abwrack-Aktion, ne? Dass diese Welt sich völlig demontiert, sich völlig ad absurdum führt. Und ich denke, an der Stelle ist ein Auskuppeln, wenn wir vom Auto reden, ne, ganz gut, dich von dieser Welt ein Stück weit auszukuppeln, entkuppeln, dass du nicht mit dieser Welt so verbacken bist, weil das ist dann einfach das Unglück, das dann vorprogrammiert ist. Ne? Wenn du diese Erwartung hast, auch an die Regierung, die Erwartung an die Welt. Es ist offensichtlich, dass wir immer noch, also auch kollektiv, ne, mit der Welt hier unten oder mit der Regierung oder mit der Demokratie oder wie ihr das bezeichnen wollt, wir sind offensichtlich immer noch am Abwärts. Du denkst immer, es geht nicht mehr und es geht doch noch mehr. Bei uns die offene Kriegserklärung der Regierung an ihr Volk. Das ist schon der Hammer. Und da sind wir schon hier bei den letzten Dingen. Und es soll offensichtlich so sein. Es ist die Zeitqualität. Wir sind noch nicht am Urgrund angekommen. Und ich kann euch nicht sagen, wie es danach aussieht, logischerweise. Ja, ich kann euch nur sagen, es beginnt mit der Identität. Lest euch mal Max Frisch durch, Andorra. Mittlerweile hat sich das ins Gegenteil verdreht, ne? Dieselben Mechanismen greifen heute, nur in die Gegenrichtung. Und wenn ich einmal gesagt habe, mir kann man nichts dazugeben und nichts wegnehmen, weil meine Identität, das ist, was ich bin, der Urkern, und nicht das, was andere mir als Lametta drüber hängen oder mir versuchen, unten wegzugraben. Ja,
Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz freue ich mich über die Geschenke, die ich zu meinem Geburtstag und die lieben vielen Glückwünsche und Zuwendungen, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Und ich habe ein wunderbares Paket bekommen mit nur einem kleinen Zettel drinnen. Wunderschöne Seidenjacken mit passendem Schmuck dazu und so. Also ich werde es mit Sicherheit ja, heute Abend tragen, wenn ich drinnen bin. Hier draußen ist es natürlich jetzt nicht adäquat. Ich habe mich unglaublich gefreut. Das heißt also nicht, wenn man mir nichts nehmen kann, damit meine ich jetzt, was meine Ursubstanz ist, was mein Sein ausmacht. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht sehr, sehr gefreut habe. Ich bedanke mich bei euch. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss.